begrüße euch wieder herzlich zu Amnesia. Ja, es geht ja nicht weiter. Verdammte Scheiße. Geil. Geil. So, Ich nehme jetzt nur mit Fraps auf, also auch meine Stimme. Es kann also sein, dass jetzt in der Folge leider der Spielesound ein wenig zu laut ist. Oder meine Stimme zu laut. Aber wie gesagt, konnte ich nichts machen dann. Ich will das jetzt einfach mal so machen. Ich will es mir ein bisschen komfortabler gestalten alles. Und ich weiß, dass ich hier rennen muss. Das habe ich gelernt in der letzten Folge und ich... Das hier, dieses Spiel, macht mich echt fertig. So, wenn ich zurück... Verfickter Bastard! Oh mein Gott! Wo ist es denn? Oh, da ist der Ausgang! Oh, danke Gott! Ich hätte ja so auf den Höhe drin, wo die Lücke drum ist, das ist ein scheiß warm Geld. So. Ich lese dann nicht mehr vor, ich hab da keinen Bock drauf. Ist das wieder ein Traum? Ja, ein Traum. So. Schön. Wir sind schon einen Raum weiter. Ich habe nicht mal Pause gedrückt. Ich bin von mir selbst sehr überzeugt. Diese Folge. So, ein preußischer... Ja, bestimmt. Ist das ein preußischer Adler? Wir sind in einem preußischen Schloss, also würde das schon sehr viel Sinn ergeben. Dass es auch ein preußischer Adler ist. Weiß ich nicht, ein Reichsapfel, die Krone. Eigentlich weiß ich sowas. Oh mein Gott, war da was? Also für einen Moment an dieser diesen Sounds habe ich irgendwie einen Moment des Friedens. Aber der hat sich ganz schnell wieder gelegt, als ich gesehen habe, dass da eine Leiche in der Wanne liegt. Und da ist dieses rote Zeug wieder am Boden. Ich gehe jetzt auf diese Leiche zu, mache aber meine Augen zu. Falls nämlich was passiert, sehe ich das nicht. Okay, ist nichts. Das ist doch nur der Unterkörper. Was für eine skurrile Architektur. Dann hier. Aber echt für einen Moment. Ach ja, denke ich, dass ich vielleicht ein wenig Frieden. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Und was vielleicht auch viele Leute freut, ich habe nach Amnesia, wenn ich das mal irgendwann fertig habe, noch mit Dead Space 2 natürlich, weil mich viele fragen, ob das kommt, Dead Space 2 kommt, aber noch nicht danach. Ich mache danach erstmal noch ein anderes Spiel, also erstmal ein paar andere Spiele und auch noch ein anderes Horrorspiel, aber ich will nicht verraten. Es ist abgeschlossen. Dann schauen wir mal. Mementos. Ich finde den Schlüssel zu Marien entriegelt. Das werde ich. Ich mag die Musik hier. Sie hört sich so friedlich an. Der funktioniert nicht. Okay. Memento.
finde den Schlüssel, finde heraus, wie meine Motor startet, den Aufzug in Gang setzt. Okay. Vielleicht, wenn man Kerzen anmacht. Es wundert mich, dass hier nur wenig Kerzen an sind. Aber dafür die Sachen verschwenden, glaube ich nicht. Das würde nicht den Sinn ergeben. Gehen wir mal zurück. Ich bin besoffen. Ach schön. Ich glaube, das wird meine Lieblingsfolge. Wenn ich endlich einmal einen kurzen Moment der Ruhe habe. Studierzimmer. Gucken uns erstmal hier um. Das wird Gästezimmer. Schön. Und hier geht's. Was ist das denn? Der Lagerraum. Okay, wir haben drei Orte. Gucken wir uns erstmal die oberen an. Die scheinen mir ein bisschen friedlicher zu sein. Das sind auch nur noch etwa 5 Minuten. Bisschen da hoch, danke. Ach ja. Wie gesagt, also könnt ihr euch doch freuen, dass dann noch Dead Space 2 auf jeden Fall kommt und noch ein anderes. Will ich aber noch nicht verraten. Das werde ich auch im Vornherein aufnehmen. Damit das nicht so einen Leerlauf hat wie Amnesia. Er steigt aus dem Bett und dreht den Zweck auf. Nein. Ich hole hier nicht Moneyboy jetzt. Singen. Swag auch. Ich kann mich aber bewegen, muss ich gar nicht. Hm. Ich würde mir sagen, wir gucken. Ich würde sagen, los geht's. Und gucken uns diesen Raum noch an. Nix. Da ist auch nix. Die ist verklemmt anscheinend. Was hat er denn für Bücher? Ich kann es mir schon ahnen. Das da unten, das kenne ich. Oh, oh, ein Brief. 2. July 1839. Ich habe... nein. Ich lese das gleich nochmal. Moment, ich lese es jetzt. Tagebücher. Enthüllung. Ich habe heute einen Brief von algerischen Gouverneursbüro erhalten, der das verhängnisvolle Schicksal von Herbert Expedition offenbart. Herbert. Etwa eine Woche nach meiner Abreise kehrte einer unserer Männer aus der Wüste zurück. Er war schwer verwundet, als ob er von einem Löwen angefallen wurde. Der Mann rettete wie im Delirium redete wie im Delirium davon, dass die Expedition etwas Schreckliches angefallen wurde. Ich bin heute zu doof. Die Franzosen schickten sofort einen Suchtrupp los, der die Expedition finden sollte. Nach Tagen der Suche fanden sie schließlich das Lager. Es war verlassen und es gab keinen Spruch von Herbert und seinen Männern. Morgen holen sie die Sachen vom Zollland ab, da sie hole ich... Ich habe Zelt gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich mache mir große Sorgen um ihn. Aha. Nein. Ich bin immer erstaunt, was er doch für eine Kraft entwickelt. Oh. Hallo. Laudanum. Keine Ahnung. Vielleicht ein alkoholisches Getränk? Ach so, um Wunden zu heilen. Okay. Ich dachte, wir können unsere Sorgen im Alkohol ertränken. Das würde Daniel ganz gut. Oh mein Gott, Blut. Hallo? Ich sehe was. Pflanzenreich. Ich hasse dich wie immer! Aufs Bett mit dir! Ah. Endlich kommen wir mal mit... Ich hoffe, ich kann es als Waffe benutzen.
Ja, wir lesen erstmal das hier und dann nehmen wir das in der nächsten Folge auf, weil ich glaube, dass da irgendwas passiert. Heute habe ich Herbert Sachen vom Zoll abgeholt. Die Blätter durch seinen Berg von Dokumenten von einem Logbuch zur Expedition und dann wurde schnell aufgegriffen und jetzt hat auch für die Beschreibung verschiedener Ereignisse enthalten. Ich lese schnell, dann soll sowohl schnell aufgekritzelte Notizen als auch ausführliche Beschreibungen verschiedener Ereignisse enthalten. Also soll das behalten. Ich ging die Seiten durch und versuchte herauszufinden, was passieren sein könnte. Am 17. war ein Tag, in dem ich in der Kammer eingeschlossen... Das ist... Ich lese das in der nächsten Folge durch. Wir gucken uns, ob irgendwas in diesem Schrank ist. Ich weiß, dass irgendwas passieren wird, wahrscheinlich, wenn ich diese Brechstange aufnehme. Oh, ein Hemd. Hallo, Hemd. Was ist ganz unten? Da ist bestimmt auch noch was. Ist hier eine Leiche drin? Ein Schalter. Alle. Oh, das sind Haken, Noobs. Scheiße, ja gut, das lese ich in der nächsten Folge weiter und dann mache ich hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Amnesia. Und dann sammeln wir dieses Brecheisen auf und gehen weiter durch dieses schöne Schloss. Das war mal eine schöne Folge, ich habe mich nicht erschrocken und es war schön. Also bis dann.